Hallo, ich grüße euch. Die aufmerksamen Beobachter werden sicherlich festgestellt haben, dass sich was geändert hat. Wir haben eine neue Uhr und das hat einfach damit was zu tun, weil die alte, kennt ihr ja sicherlich aus der früheren Sendung, runtergefallen ist. Hier ist oben das Plaster abgeplatzt, das Display ist kaputt. Ja, war in 5 Minuten eine schöne Uhr zerstört und ich habe jetzt inzwischen eine neue, ist auch eine Funkuhr, also die Uhrzeit ist tatsächlich hier vor Ort aktuell und gültig. Damit seht ihr, dass nichts geschnitten ist. Ich habe auch kein Konzept, ich rede immer frei und es kann natürlich immer passieren, dass mal Buchstaben verwechselt werden oder irgendwelche Versprecher. Ich kann das nicht schneiden, weil wir jetzt momentan keine Möglichkeiten der Videobearbeitung haben. Also das, was ihr jetzt erlebt, ist alles live, ungeschnitten und ungefiltert, so wie es, wenn ihr hier selber auch anwesend wärt. So, wir wollten weitermachen bei Corona. Ihr habt ja nun sicherlich erfahren, dass die Frau Merkel die Ministerpräsidenten zusammengeholt hat, um die Situation von Corona weiter zu verschärfen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir aus den anderen Teilen schon bekannt gegeben hatten. Corona selber ist ein Forschungsprojekt, was ungefähr kurz nach 1199 angefangen hat. Man wollte gegen die Anwendung biologischer Waffen, Massenvernichtungsmittel gewaffnet sein und wollte testen, inwieweit die Schädigungen hervorrufen und notfalls dann Gegenmittel entwickeln. Und dafür war es eben auch erforderlich, dass die Substanzen waffentauglich gemacht werden. Das war die offizielle Beschreibung des Projekts, wie es vom US-Kongress zu genehmigen war und die Genehmigung kam. Und dann, es war aber wie gesagt zu Bush und Obamas Zeiten, und dann fing die Forscherei an. Und dann hat man also verschiedene Viren getestet und kombiniert und hat dann irgendwie versucht, eine möglichst tödliche und eine möglichst nicht tödliche Variante zu finden. Beide sehr ansteckend und das Ergebnis ist eben auch dieses Corona gewesen. So. Und rausgekommen ist das, weil die Testkits bereits 2017 registriert waren und im Handel waren und schon an einige Staaten verteilt worden sind. Es war also eine Planung. Und wenn das Virus wirklich erst 2019 aufgetaucht ist, deswegen der Name, weiß man, dass an der ganzen Entstehungsgeschichte, angefangen von dem angeblichen Wettmarkt in China und den Fledermäusen, dass da vorne und hinten nichts stimmt. Fakt ist aber eins, dass diese Viren eben nicht durch die natürliche Kontamination verteilt worden sind, sondern über die Chemtrails. Und dass die Bakterien auch eine Mikroverkapselung erfahren haben, weil die sonst eben, wenn sie nicht so sehr resistent sind, durch den Luftsauerstoff oder durch Sonnenlicht oxidiert wurden und dann unwirksam. So. Also solche Molekularketten, die sehr fein strukturiert sind, sind natürlich auch anfällig. Und Sonnenlicht und eine gute Immunabwehr ist also, man sieht das A und O, um dagegen immun zu werden. So, gut. Also nochmal, das Virus lebt nicht. Es ist einfach eine Enzymkette. Und wenn die in den Körper gelangt, meint der Körper, er muss auf diesen Befehl reagieren und muss das herstellen und dadurch entstehen angeblich, so die Virentheorie, die Krankheitserscheinung. Also der Virus selber ist tot, er kann nichts, er kann sich nicht bewegen, er kann sich nicht äußern, es ist einfach nur irgendeine chemische Formel, die auf den Körper gelangt, dann erst dazu dient, dass irgendwas sich ausbildet. So. Und wer ein robustes Immunsystem hat, der wird darauf nicht reagieren, sondern es wird einfach vernichtet werden. Solange wie dort diese Keime in die Überzahl haben. So. Das ist erstmal das, wo es auch kein Problem habe, alles zu glauben. Fakt ist, dass Virus lateinisch Gift heißt. Das heißt, die eigentlichen Virus-Auswirkungen sind Vergiftungen. So. Und jetzt muss man überlegen, wenn es ein Gegenmittel zu einem Gift gäbe, dann müsste das Gift ja noch giftiger sein als das Gift, um das Gift zu vergiften. Das ist natürlich dann die Kette. So, das heißt, dass die Impfung, die jetzt hier drauf aufgebaut werden soll, das eigentliche Problem ist. Aber es kommt noch schlimmer, in den Testkits selbst, hatte ich im letzten Teil auch schon mal erläutert, sind RFID-Staubchips und zwar in den Stäbchen drin. Und wenn die bei euch in die Nase oder in den Rachenrahmen geschoben werden, dann werden dort diese RFID-Staub abgestriffen. Und der kann mit dem Lasergerät ausgelesen werden. Nicht nur mit dem Lasergerät, sondern es soll die zukünftige Generation von Handys in der Lage sein, diese Chips auch auszulesen. Und das geschieht natürlich ohne euer Wissen und ohne eure Zustimmung. Das wurde einfach so gemacht, weil die Politiker, die uns hier beherrschen,
Verbrecher sind. Ja, das ist erstmal das, was man zu Corona wissen muss. Und dieses Zeug kommt nur deswegen in die Bereiche, wo es also nicht wieder rausgeht, eben durch die Maske, weil die Maske verursacht dort an der Nase einen Stau. Überall dort, wo Stau ist, entsteht eine hohe Strömungsgeschwindigkeit. Und bei der hohen Strömungsgeschwindigkeit, weil man dann durch mehr Druck hat und mehr ziehen muss, zieht man also diesen feinen Staub in die Lunge und dort lässt er sich nicht so einfach wieder entfernen. So. Es ist natürlich klar, dass niemand hätte einer Verseuchung mit RFID-Staub zugestimmt oder einer Impfung zugestimmt, wenn er hätte die vollen Umstände, die das alles mit sich bringt, erfasst. Der RFID-Staub ist ja etwas Totes, was durch äußere Strahlung zum Strahlen angeregt wird. Also, wenn ihr in der Nähe von einem 5G-Router seid, ne, der also die 5 GHz dort benutzt, dann wird dieser Staub aktiv. Wenn ihr in der Nähe von Funkmasten seid, wenn ihr in der Nähe von neueren Handys seid, die auch diese 5G unterstützen, wird das aktiviert und die senden irgendeine Zahlenkombination aus. So, das sind nicht personenbezogene Daten, aber da die Dinger bei euch eingeatmet sind, hat das automatisch einen Personenbezug und einen Personenbezug muss jeder Einzelne zugestimmt haben. Ansonsten ist das nach Datenschutzgrundverordnung, die EU da ausgeheckt hat, nämlich schon ein Verbrechen. Und da ist es auch gerechtfertigt, wenn jeder, der an der Testkit-Aktion beteiligt ist, mit den entsprechenden Strafen belegt wird, die in der Datenschutzgrundverordnung bei vorsätzlichem Missbrauch dafür vorgesehen sind. Und da adressiere ich das in aller ersten Linie an die Landräte und an die Ministerpräsidenten, die das zu verantworten haben. Ob die das gewusst haben oder nicht, interessiert mich nicht. Die haben mit einer ungültigen Wahlgrundlage eine Wahl gefegt und haben sich in die Position eines Landrates oder Ministerpräsidenten geschoben. Dass an der Wahlgrundlage was nicht stimmig ist, sieht man schon am Ausfertigungsdatum vom STAC, was ins Kaiserreich verweist. Wir wissen, dass die Frau Merkel und oder Herr Schröder nicht zum Kaiser gereist sind, um sich das Ding zu ausfertigen zu lassen. Weil Ausfertigung von staatlichen Gesetzen, da gehört immer das Staatsangehörigkeitsgesetz dazu, ist ausschließlich zum Kaiser vorbereitet. Und seit dem 28.10.1918 ist dieser Staat nicht handlungsfähig, weil er einer nach dem anderen der Besatzer war. So, und heute ist eigentlich, man kann sagen, wie eine kleine Bombe geplatzt. Da hat doch jemand in der Militärstaatsanwaltschaft angerufen, ich hatte nämlich vorhin so ein Telefonat, und hat gesagt, es hätte jemand angewiesen, dass die Botschaft und auch die Militärstaatsanwaltschaft die Verbrechen der Bundesrepublik nicht weiter verfolgen soll, sondern das alles dulden und die Leute von Hinz nach Kunst schicken. Und das haben wir natürlich ausprobiert, ob das so ist. Die hatten in der Botschaft nämlich angerufen, wollten sich wegen einem besatzungsrechtlichen Verbrechen beschweren, das auch tatsächlich stattgefunden hat, weil Richter Protokolle gefälscht haben, Leuten die medizinische Grundversorgung verweigert haben, Leuten mit Giften versucht haben, Mürbe zu machen, also den Körper und die Psyche zu zerstören. Und das waren Beamte. Und also der höhere Beamtenapparat wollte nicht, dass der Beamte gegen die Missstände aussagt, die in seiner Dienststelle waren, vorgefallen waren. Da haben es nämlich Unbeteiligten, also Leuten, die in der Bewährungszeit waren, dann haben wir Straftaten angedichtet, obwohl die dort gar nicht am Tatort waren, nur um die Kriminalstatistik hochzutreiben. Dass die Deutschen mehr Verbrechen begehen als die Ausländer. Das steckte dahinter. Und dafür hat der Ministerpräsident Söder persönlich die Verantwortung und seinen Minister. Und das Ding ist ganz klar zu beweisen, weil wir haben Behandlungsunterlagen. Ich habe die Akte selber gesehen. Ich rede also nicht vom Hörensagen, sondern ich habe sie selber gesehen. Ich habe sie auch gelesen. Ich weiß auch, wer was wem rumgeschickt hat. Und ich weiß, dass die ganze Reichsbürgerhetze, die im Anschluss betrieben wurde, hochgradig verfassungswidrig ist. So. Und jetzt will man also die Corona-Maßnahmen dazu nutzen, um dem Volk sämtliche Rechte zu entziehen, die es normalerweise hat. Und wenn also dann die Administration Trump so eine Anweisung gibt, ich glaube noch nicht mal, dass der Trump selber dort angerufen hat. Er hat gesagt, du, die hier alle wegschicken. Das ist brandgefährlich, was wir hier machen. Das verstehe ich ja noch. Aber der Botschafter hat dafür einen Hut auf und der Chef der Militärstaatsanwaltschaft von Stuttgart hat auch einen Hut dafür auf. Die sind dafür verantwortlich, dass nach Hager Landkriegsordnung alles in Ordnung geht. Und wenn nur einer von den beiden verneint, dass es einen Besatzer gibt, dann muss ich sagen, das ist ein Lügner. Weil, ganz einfach, wir gucken in den Haushaltsplan rein, Seite 1000 ungefähr. Mal ist es weiter vorne, weiter hinten, da stehen Besatzungskosten drin. Und
Souveräne Staaten zahlen an niemand Besatzungskosten. Und auch nicht unter dem Vorwand, dass es ein freundliches Verhältnis gäbe. Das ist die wörtliche Formulierung, die dort benutzt worden ist. Und wenn der Begriff fällt, der Besatzer muss sich doch um die Missstände, den Gesetzesmissbrauch, den die Ministerpräsidenten und die Oberbürgermeister betreiben, muss er das mal stoppen, weil das ja rechtswidrig ist, was sie machen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für einen Lockdown, wenn sind Kranke zu isolieren, aber nicht die Gesunden und auch nicht die Wirtschaft zu ermorden. Das ist doch das, was dahinter steckt. Der Soros hat gegen die Eurozone, gegen den Eurostocks gewettet, dass dieser Wert sich nach unten entwickelt. Und er hat dann gleichzeitig dafür gesorgt, dass sich dieser Wert nach unten entwickelt, indem er eben die Industrie zerstört, indem er die Reisebewegung unterbindet, indem er die Wirtschaftsbeziehungen zerstört. Da fällt dieser Wert. Und das nennt man Insiderhandel. Und das ist eine Straftat. Und da hat die Börsenaufsicht im Prinzip sämtliche seiner Assets zu kassieren. Und dann ist der Spuk ganz einfach vorbei. Und da ist auch noch schneller vorbei, wie wir gesehen haben jetzt vor kurzem bei Südwest Airlines, wo einer eine Trump-Maske aufhat und dann genötigt worden ist, die abzusetzen und nur einen Trump-Hut oder so. Was geht denn die Fluggesellschaft das an, was der von der persönlichen politischen Meinung vertritt? Kann er da machen. Ist doch nichts Verbotenes. Aber dann muss sich die Trump-Administration auch dahinter knien, dass diese Hetze, den haben sie aufhört. Dann haben sie Trump-Supporter einfach mal so umgelegt. Nur da ist er an die Wand gekommen und hat ihn erschossen. Wo gibt's denn sowas? Und die werden ja überall ausgeschickt, die Bottle. Und der Soros hat ja nicht nur die Antifa bezahlt, sondern auch die Black Lives Matter. So, die überall brandschatzen und nationale Denkmäler verunstalten. Und zulässt, dass die Islamisten in unseren angeblichen Heiligtümern und Geld stehlen, ohne bestraft zu werden. Wo gibt es denn sowas? Wie kann man denn die Hager Landkriegsordnung so missachten? Es steht ganz klar drin, dass die Kirchen zu achten sind, da gehört natürlich auch der Gottesdienst dazu. Und da kann es nicht sein, dass irgendein Satanist oder Antichrist sagt, ihr dürft den Gottesdiensten nicht mehr singen, weil das wäre bei Corona gefährlich. Oder wir machen jetzt eine Sperrstunde auf 23 Uhr. Es ist wohl so, dass der Virus 23 Uhr Nachtruhe einhält und dann nur noch die befällt, die nach 23 Uhr sich in der Gaststätte weiter betrinken wollen. Ich meine, wer seine Gesundheit unbedingt ruinieren will, ist sein persönliches Ding. Ja, wenn er dann irgendwann persönliche Ausfälle hat und nicht mehr am Leben teilnehmen kann, hat er selbst verschuldet. Aber es kann auch nicht sein, dass wenn jemand lange arbeitet, mit einem Kollegen abends noch mal feiern geht, dass es dann auf einmal eine Sperrstunde gibt, das ist Schluss. Ne? In manchen Betrieben arbeiten sie bis um 8 Uhr, um 10 Uhr oder länger. Um das einfach zu schaffen, was momentan an Bürokratie den ganzen Unternehmen aufgeheizt wird. So, und die müssen mit immer weniger Personal die gleiche Arbeit machen. So, und dann wird noch mit Bürokratie aufgelegt. Es ist also so, dass der Besatzer es duldet, dass hier die Bevölkerung terrorisiert wird. So, und es kann ja niemand erzählen, dass in der Militärstaatsanwaltschaft oder in einer Botschaft Mitarbeiter des Deep States rechtmäßig beschäftigt sind. Sobald sie gegen die offizielle Regierungsdoktrin verstoßen, und die heißt nun mal Aufklärung aller Verbrechen, auch Kriegsverbrechen und besatzungsrechtliche Verstöße, also Protokollfälschungen, Tillessen-Urteil nicht beachten, das Tag ist sowieso Kriegsverbrechen für sich, ne? Weil das Tag kann nicht echt sein, weil das Ausfertigungsdatum vom Kaiser ist und die Rechtsgrundlage vom Hitler. Ja. Und dann wird gesagt, wir machen Kampf gegen rechts. Und sagen, der Hitler wäre rechts. Der Hitler war links und die ganzen Verbrecher, die im Bundestag sind, sind auch links. Und deswegen unterstützen sie Hitlers Staatsangehörigkeitsgesetz. Und zwar inklusive AfD. Auch die AfD befürwortet die Staatsangehörigkeit von Hitler. Und die befürwortet das 5G, was uns früher oder später zum schweren Fall von Corona macht. Einfach durch die Strahlung, die zu einer Vergiftung in allen möglichen Körperteilen führt. Und auch an die Stellen, die man mit einem EMP nicht mehr erreicht. Mit EMPs kann man ja den RFID-Stab löschen. Das geht vielleicht nur in der Nase, weil der EMP vielleicht 3-4 cm in die Haut eindringt. Aber da dringt er nicht bis zur Körpermitte vor. Und solche Feldstärken zu erzeugen, ist für einen Privaten gar nicht so einfach möglich. Da braucht man dann schon sehr üble Spulen mit sehr hohen Spannungen und möglicherweise vielleicht sogar Supraleiter, um solche Impulse zu erzeugen, dass er wirklich im Inneren so ein RFID-Chip zerstört. Und das ist ja das Ziel, die Maskentragerei, damit die Chips eben von der Nase in die Lunge kommen und auch in der Maske erstmal zurückgehalten werden beim Ausatmen, aber beim nächsten Mal einatmen, dann doch wieder im Rachenraum und im Mund landen. Ja, so. Und wer dann denkt, dass er sich vor dem Virus schützen muss, der muss einfach mal nachdenken.
Wenn die Kommission mit der Frau Merkel und den ganzen Ministerpräsidenten sitzt, um über die Maßnahmen zu beraten, und dort kein einziger Wissenschaftler oder Virologe anwesend ist, sondern nur Sozialisten, die ihre sozialistische Agenda mit dem Corona durchdrücken wollen, dann wissen wir, dass es ein rein politischer Virus ist, der mit den Fakten und mit der Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Reihenweise wurden Ärzte gekündigt, weil sie den Patienten die Wahrheit erzählt haben. Weil sie einfach von ihrer wissenschaftlichen Ausbildung her das genau beweisen konnten, dass diese ganze Corona-Geschichte ein einziger Fake ist. Nur deswegen aufgezogen wird, um an der Börse zu manipulieren, um ein Insidergeschäft durchzuführen. Und zwar in so einem gewaltigen Größenordnung, dass dabei die Wirtschaft zugrunde geht und einer, der diese verhängnisvolle Wette gemacht hat, sämtliches Geld rausziehen kann. Das ist das eigentliche Verbrechen. Und diesen Leuten und jeder, der dort Beihilfe geleistet hat, weil es geht ja nicht um Tausende, es geht auch nicht um Hunderte, es geht um Tausende Millionen, die hier den Bach runtergespielt werden, weil eine verbrecherische Clique um die Frau Merkel herum mit 500 Ärzten und mehr jahrelang an einem Virus geforscht worden ist, der dann über die USA, dann nach Kanada verschleppt worden ist, dort in Kanada gestohlen worden ist und dann erst nach China gebracht worden ist. In China ist das Ding einfach nur deswegen aufgetreten, weil zum gleichen Zeitpunkt das 5G dort zugeschaltet worden ist in Wuhan. Und dort reihenweise die Leute umgefallen sind, weil dort eine relativ starke Umweltverschmutzung durch die ganze Industrie ist. Und wenn du Umweltverschmutzung hast und hast 5G-Strahlung, dann tritt eine Vergiftung ein, weil durch die 5G-Strahlung die Blut-Hirn-Schranke außer Kraft gesetzt worden ist. Und dann zieht es die ganzen Giftstoffe, die du alleine schon in der ganzen Umwelt und durch die Chemtrails hast, eben in den Körper rein und die verursachen den Schock oder den Tod. Und das sind diese Corona-Sachen. Das hat mit einem Virus nichts zu tun, das hat auch mit irgendwelcher Gefahr nichts zu tun, das ist einfach nur dadurch bedingt, dass diese Funkaussendungen auf Frequenzen laufen, die kein anderer nutzen will, weil sie biosensitiv sind. Das ist sozusagen Frequenzabfall. Die ganzen wissenschaftlichen und militärischen Projekte laufen nie auf biologisch sensitiven Frequenzen. Sondern die werden der Mobilfunkindustrie in Rachen geworfen, dass die dort die Bevölkerung damit terrorisieren. Und biosensitiv heißt, das Eintreten der elektromagnetischen Welle im Körper verursacht Genschäden oder Gewebeveränderungen oder starke Erwärmung und dergleichen. Also in jedem Falle eine Schädigung, das ist der Begriff biosensitive Frequenzen. Ja, da gibt es eine bei 5 GHz und dann gibt es eine knapp über 10 GHz, die ebenso schädlich ist. Und man braucht nicht lange raten, die Videoübertragung, die viele zu Hause haben, also um drahtlose Videoübertragung vom Fernseher irgendwo hin, an ein Handy, was funktioniert im 10 GHz Bereich. 5 GHz ist dazwischen, dort treten Genschäden auf. Ja. Bei 10 GHz wird das Wasser in der Molekularordnung verdreht. Also elektromagnetischer Impuls sorgt dafür, dass die Wassermoleküle gegeneinander eine Art Spannungszustand halten. Und dadurch im Prinzip das auskristallisierte Eis anders aussieht, als wenn es nicht mit Hochfrequenz behandelt worden ist. Man kann also einfach mal Wassermoleküle mit diesen Frequenzen bestrahlen und gleichzeitig einfrieren. Und da sieht man, dass die Kristalle deutlich anders aussehen, als die, wenn das Wasser nicht diesen Einwirkungen, das war das gleiche Wasser, ne? Das muss eine Kontrollgruppe geben, ausgesetzt worden ist. Man kann auch die Gefäße untereinander vertauschen, nicht, dass man sagt, das wären irgendwelche Dreckeffekte. Nein, es ist einfach nur die Wirkung der elektromagnetischen Strahlen auf einen Dipol. Und wer in der Schule nicht die ganze Zeit Kreide holen war, weiß, dass Wasser ein Dipol ist, also immer geladen. So, und dass das nur in sich stabil ist, weil eben auf der einen Seite das Sauerstoffatom, auf der anderen Seite die zwei Wasserstoffatome eine elektrische Ladung abbauen. Und zwar wegen der räumlich versetzten Anordnung. So. Und dort drinnen, diese Moleküle sind eben in der Lage, sich zu drehen. Und das bewirkt auch, dass wenn Wasser mit irgendwelchen Substanzen in Verbindung kommt und chemische Reaktionen auslöst, diese anders verlaufen, wenn die Moleküle anders gedreht sind. So. Und das führt dazu, dass eben aufgrund der reinen Strukturformel medizinische Präparate anders wirken, wenn sie anderen Prozessbedingungen ausgesetzt werden. Wir erinnern uns an den Fall Kondagan, da wurde ein Medikament entdeckt, was ein starkes Schmerzmittel sein soll. Das hat auch funktioniert. Aber geringfügige Änderungen der Prozessbedingungen haben dazu geführt, dass eine andere Konstellation der Bindungswinkel entstanden ist und dann hat diese Substanz, die chemisch völlig gleich ist mit der ursprünglichen,
eben diese schweren Erbschäden verursacht, die in den 60er, 70er Jahren, wo das aufgekocht ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war, ich glaube 70er Jahre, dort die Schäden verursacht hat. Und das nennt man eben stereochemische Effekte. Und heutzutage versucht man, jede Modifikation herzustellen und aus dem Mischungsverhältnis heraus sogenannte Racemate zu erzeugen. Das sind also Wirkungen und Gegenwirkungen im Medikament und behauptet dann, das wäre ohne Nebenwirkungen. Das ist aber Käse, weil es einfach nur das Mischungsverhältnis beeinflusst wird und die Wirkungen aber trotzdem auf den Körper ausstrahlen. Eben zweimal negativ, wenn es dann entsprechend so ist. So, und das sind die ganzen Nebenwirkungen. Ein Reaktionsprodukt, also irgendeine beliebige Impfung oder Medikament oder was auch immer, hat eine andere Atom- und Molekülstruktur als ein in der Natur aufgebautes. Deswegen erklärt sich auch die Tatsache, dass Naturheilprodukte in der Regel keine Nebenwirkungen haben, weil sie alle in einer günstigen Molekularstruktur entstehen, während alles, was mit chemischem Endprozess erzeugt worden ist, einen energiearmen und schädlichen Zustand hervorrufen kann. Muss nicht, kann. So, und das zu erforschen, ist eine relativ junge Wissenschaft, die sich erst in den 90er Jahren so richtig etabliert hat. Man hat also die Leute, die das damals entwickelt hat, immer ruhig gestellt, weil man wollte ja nicht die ganzen Kontergan-Opfer wirklich auszahlen, sondern hat die im Prinzip nur mit Almosen abgespeist. Aber es wurde dann immer mehr Medikamenten entdeckt und eine ähnliche Geschichte ist eben hier auch mit den Viren zu sehen. Ne? Dass eben durch die elektromagnetischen Strahlen hier eine Schädigung auftritt, weil eben dort der Körper, die Andockstellen verändert werden und auch das Medikament bzw. der Schadstoff in einer anderen Konfiguration auftritt und im Körper üble Schäden anrichtet. So, gut. Ich denke mal, ihr habt jetzt wieder mal ein Stück Corona-Wissen mitgekriegt. Also, wichtig ist, lasst euch nicht impfen, lasst euch nicht testen, verweigert das. Es gibt keine rechtliche Grundlage für diese ganzen Maßnahmen. Nicht eine. Wer krank ist, gehört isoliert, wie bei Pest, Cholera, was weiß ich nicht alles. Aber nur die und alle anderen, die einigermaßen gesund aussehen, die haben keinen Lockdown. Die brauchen das nicht. Und alles andere ist Willkür. Das ist das, wo die Politik hier die Menschen versucht zu versklaven und dumm zu halten. So, und wenn ARD und ZDF dann noch kommen, 3/4 aller Menschen würden der Öffentlichkeitsdarstellung von ARD und ZDF glauben, ist das eine glatte Lüge. Weil ich kenne in meiner Verwandtschaft niemanden, der so ARD, ZDF hörig ist, dass er das glaubt, was dort kommt. Und wenn ein Herr Seibert in die Kamera erzählt, Pressesprecher im Bundespresseamt, es gäbe keine Besatzung, das ist ein Lügner. Und sowas kann man da nicht ausstrahlen. Aber es wird gemacht, weil es der Bundesrepublik dient. Und weil der Besatzer sich nicht dagegen aufteilt. Und das adressiere ich genauso an Putin. Er nutzt nämlich hier den Überleitungsvertrag, um den Berliner Flughafen zu blockieren. Weil er sagt, ich tue für den Berliner Flughafen keine Überflugrechte gewährleisten. Hier geht es nicht um Brandschutz oder um Baumängel. Das hat nie eine Rolle gespielt. Da gibt es Flughäfen, die sind viel schlimmer. Und die haben überhaupt keine Sicherheitsmängel, überhaupt keine Sicherheitsstandard. Da wird einfach geflogen und das wird schon irgendwie passen. Ja, ich rede das mal nicht von Hurghada, das ist nur ein Schmerz. Es gibt Flughäfen, das ist einfach nur, es geht einfach nur. So. So, und dort ist alles bis ins Extrem mit Sicherheit und zehnfach und das gibt dort kein Problem. Das einzige Problem ist, dass dort nichts abheben kann, solange wie die Überflugrechte nicht genehmigt sind. So, und wer das nicht glaubt, dass es so ist, dann nimmt sich einfach mal den Überleitungsvertrag her. Da gibt es übrigens zwei, gibt es einen von 1955 und einen von 1990. So, und der Überleitungsvertrag besiegelt, dass dein Besatzer gibt und dass die Bundesrepublik nicht berechtigt ist, diese Besatzungsrechte anzutasten. Und wenn jetzt der Besatzer die Bundesrepublik als Erfüllungsgehilfe gegen besatzungsrechtliche Verstöße missbraucht, dann muss er sich auch erzählen lassen, egal wer jetzt momentan an der Rede ist, dass er die Regelung in der Harter Landkriegsordnung zu seinem Vorteil missbraucht hat. Und dann sagt, na, das war ja die BAD, ihr müsst euch ja an deren Institutionen wenden. Und die machen natürlich nichts. Kein Staatsanwalt der Bundesrepublik klagt gegen einen Richter, der Verbrechen begeht. So, und die Militärstaatsanwaltschaft hat eben in der mittleren Etage Leute, die dort Verbrechen der Bundesrepublik decken. Und wenn Trump dem zusieht, wem soll ich denn noch glauben? Soll ich dem Kreml glauben? Er hatte die Verantwortung für die Botschaft. Er hat gestattet, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Militärstaatsanwaltschaft Stuttgart und Berlin überhaupt funktioniert hat.
Und der die Militärstaatsanwaltschaft unterhat, der untersteht dann zumindest dem Chef von der US-Eucom. Und den hat Trump persönlich ausgewählt. Also kann ich auch erwarten, dass der dort nachforscht, wer diesen Schwachsinn verursacht hat und der Bundesrepublik erlaubt hat, gegen internationale Verträge zu verstoßen. Weil diese Verträge haben ja im Prinzip einen Verantwortungsübergang bezüglich Artikel 43 Schweizer Landkriegsordnung. Und wem das jetzt nicht sagt, da kommt einfach mal die Schweizer Landkriegsordnung ein. Artikel 43, da steht was zum Landrecht. Da muss man überlegen, das hat nichts mit dem Landräten oder mit den Landtagswahlen oder was auch immer zu tun. Das Landrecht, was dort genannt ist, das staatliche Recht, was am Vortag des Putsches gegolten hat. Ja, wir wissen ja, wenn ein Putsch ist oder ein Überfall von einem anderen Land, tritt eine Besatzung ein und genau in dem Moment gelten Kriterien, die im Artikel, also ich glaube Artikel 1 der Hager Landkriegsordnung bezüglich Teil 3 Besatzung genannt ist. Und dort steht zum Beispiel drin, wann eine Besatzung eintritt und dass dann, wenn die Bedingungen erfüllt sind, genau Teil 3 der Hager Landkriegsordnung gilt. So, und da ist auch erklärt im Artikel 2, was kämpfende Truppen sind und was nicht. So, und wir haben jetzt das Problem, dass diejenigen, die den Schaden verursacht sind, hier als nicht, als disarmed enemy force oder armed enemy forces behandelt werden, also bewaffnete Kräfte, die nicht direkt weder zu der Besatzung noch zum Staat gehören, sondern hier eben die Verbrechen begehen. Kinder entführen, Drogenhandel, die Bundeswehr mit Drogenhandel benutzen, auch die Umschlagplätze, was eben unter Obama, die Bundeswehr von Obama Drogen beschafft, damit er die verkaufen konnte und seinen illegalen Krieg führen konnte, hat die Bundesrepublik und insbesondere die Frau Merkel zu verantworten. So. Und ich denke mal, dass Thailand nicht lange fackeln würde, wenn sie den Merkel nach Thailand ausliefern. Da ist die innerhalb von 4 Wochen durch den Öfen. Weil die haben da eine Verbrennungsanlage. Und bis jetzt ist dort kein Drogendealer rausgekommen, wo feststand, dass er mit Drogen gehandelt hat. Und die Frau Merkel würde dann 100% der Sicherheit dort durch die Esser marschieren. So. Aber es passiert nicht. Sie schützen das. Ne? Im staatlichen Recht hat sie Hochverrat begangen und alle, die mit ihr in der Regierung waren. Weißt du, die Regelungen, die im staatlichen Recht für das Landrecht gelten, in größter Weise missachtet haben. Und es ist auch Woodrow Wilson Teil dieser Strategie, weil er dafür gesorgt hat, dass im Ersten Weltkrieg das Seekriegsrecht unterlaufen wird, indem man nämlich ein Schiff von New York, glaube ich, nach England schicken wollte. Durch die Seekriegsblockade hat es dort mit Waffen und Munition beladen lassen und hat es dort runtergeschickt. So, um zumindest in die Kriegsordnung des Ersten Weltkriegs einzugreifen. Und nachdem die Regeln dort gefallen sind, weil sich das U-Boot natürlich dann wehrt, wenn mit Waffen beladenes Boot dort einmal einläuft, und zu Recht wert, hat ja dann auch das Seekriegsgericht festgestellt, dass dem Kapitän des U-Boots keine Schuld wird, weil die halt eine Anordnung missachtet hat. Aber zu diesem Zeitpunkt war Churchill und Woodrow Wilson miteinander in Verbindung über die Logenstrukturen und haben das organisiert, dass das U-Boot, das Schiff dort versenkt wird von dem U-Boot. So. Und weiterhin hat sich Woodrow Wilson auch eingemischt in die Friedensverhandlung von Versailles und hat bestimmt, dass der Kaiser abzudanken hat. Da hat er es aber nicht gemacht. Und da haben die einfach die Abtrittsurkunden gefälscht. Das sind ja 2 Stück aufgetaucht und beides Fakes. Der Kaiser hat bis zuletzt die Abdankungsurkunde nicht unterzeichnet. Das haben Dritte gemacht. Ich vermute das Haus Cumberland. Wir werden sicherlich irgendwann erfahren. Irgendeiner war ja dabei und hat es irgendjemand erzählt. Es kommt raus. Früher oder später kommt es raus. Am Ende wird England die gesamte Kriegsschuld abkriegen. Weil Frankreich wird sie spicken, wenn es darum geht, wer war noch dran schuld. Und Serbien wird sagen, wir haben das nur beobachtet, aber wir waren selber physisch nicht vor Ort. Ja, ist ja auch so gewesen. Die logische schwarze Hand hat den Mord ausgeführt in Sarajevo. Ja, und Deutschland wurde die Kriegsschuld nur über den Versailler Vertrag zugeschoben. Deutschland hatte keine Kriegsschuld, weil war nur Bündnispartner. Ja. Mit Deutschland sind die Verträge abzuschließen, und nämlich mit dem, der für das Deutsche Reich zeitungsbefugt war. Keiner der Reichskanzler, die ab 28.10.1918 in der Reihe noch aufgetreten sind, hatte jemals eine Zeichnungsbefugnis für den Staat. Es war alleine dem Kaiser vorbehalten. Staatsverträge auszufertigen und zu unterschreiben. Und wo keine Unterschrift vom Kaiser drunter ist, ist alles ungültig. Versailles-Vertrag ist ungültig, die Weimarer Reichsverfassung ist ungültig, folglich das Stack ungültig, weder Hindenburg rechtmäßig, noch Max von Baden, noch Ebert, noch sonst wer rechtmäßig Reichskanzler. So, und dann demzufolge der Edel auch nicht. Ich kriege jeden Monat so ein Backen Papier, wo die Leute
einem epischen Universum rumschweben und irgendwelche Gesetzesänderungen, was auch immer machen. Gesetze ändern kann nur der Kaiser. Und es würde mich wundern, ihn zu hören. Und solange wir in die Zeichnungsbefugnis zum 27.10.1918 nicht eintreten können, weil sie alle die AfD wählen und denken, die helfen, die AfD will die Weimarer Reichsverfassung 1919. Und die wollen das 5G. Und die wollen auch nicht, dass Deutschland wirklich souverän ist, weil die ganze üble Sache mitspielen. Auch wenn wenn die Alice Weidel und auch der wer ist er denn da? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Naja, fällt mir da ein. Brennende Reden halten. Wunderbar. Aber immer an der Hauptsache, weil wir nicht souverän sind, vorbeischrammen. Sondern die tun so, als wären sie eben eine Oppositionspartei, die von den anderen Parteien nicht wahrgenommen wird. Aber würden wir sie wählen, würden sie alles anders machen. Nee, würden sie nicht. Da hätten sie nämlich niemals in ihren Sitzungssaal das Bild der 1919er Verfassung reingehängt. Sondern hätten sie die reingehängt, die wirklich gilt. Die 1871er. Und man kann beweisen, dass die einzig gültige ist. Man braucht nämlich nur mal in das Stack gucken. Wenn das Stack ein Ausfertigungsdatum aus dem Kaiserreich hat, kann man ganz leicht nachvollziehen. Guckst du ein, bei Giebel, Stack, dieses Ausfertigungsdatum, 22.07.1913. Bedeutet das, es gilt der Text vom Ausfertigungstag. Niemand kann ein Gesetz ändern, was nicht neu ausgefertigt werden kann, weil der Kaiser es nur darf. Und eine neue Regelung kann nur eingeführt werden, wenn die neue Regelung aufgrund der alten Regelung zugunsten der neuen ausgefertigt worden ist. Das ist nie passiert. Am 28.10. hat sich Max von Baden einfach selber ermächtigt, dort die Unterschrift drunter zu setzen, unter die Gesetzesänderung, damit die ganzen Schweinereien danach alle funktionieren. Und das ist der Betrug und der Putsch, wo man am 28.10. den Kaiser genötigt hat, das Land zu verlassen oder sie hätten erschossen. Ja, dass dann natürlich das Land verlassen muss, ist doch klar. So, in dem Moment haben wir einen Besatzungszustand. Also wenn eine fremde Macht in einem Reichsgebiet die Kontrolle über die Hauptstadt erreicht, und das ist genau am 28.10. passiert, dann gilt der Putsch von 0 Uhr. Am 28.10.1918, 0 Uhr, gilt der Putsch, weil das Lehensrecht an diesem Tag verletzt worden ist. Folglich ist das, was am Vortag galt, das staatliche Recht, was nach Landrecht Artikel 43 der Landtagsordnung zu gelten hat. Und dort steht nicht drin, dass der Bundestag oder Landrat oder sonst was der Weimarer Republik hier das sagen hätte. Da steht drin, dass die Leute eine ordentliche Staatsangehörigkeit brauchen. Und da kann es auch keine Migranten geben, weil Migration nicht erlaubt ist. Die einzige Möglichkeit, einen Nichtdeutschen im Deutschen Reich als Staatsbürger zu deklarieren, ist, dass alle 26 kaiserlichen Bundesstaaten dem zustimmen müssen. Und das ist nie passiert. Es gibt keinen einzigen Migranten, der die Zustimmung aller 26 kaiserlichen Bundesstaaten hätte. Demzufolge ist es ein Grenzverletzer. Und für Grenzverletzer gibt es die 48-Stunden-Regel, dass die aufgefordert werden, innerhalb von 48 Stunden das Gebiet zu verlassen. Und wenn die USA nicht dafür sorgt, dass das eingehalten wird, haben sie die Kosten und die Folgen dieser Rechtsverletzung zu tragen. Nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern aus dem Ersten, weil die Besatzung ist nie beendet worden. Der Weimarer Republik hat ein Kaiserreich besetzt, dann hat der Hitler den Weimarer Republik besetzt. Dann haben die Alliierten die Weimarer, die Hitlersche Sache besetzt, aber nicht beseitigt. Und die Frau Merkel hat 2012 noch einen Putsch gemacht, wo wir noch nicht genau wissen, wo es her ist. Vermutlich war es eine Insolvenz des Bundes, die seitens der USA eingeleitet worden ist, weil sie Steuerbetrug gemacht haben. So, und dann gelten ja nicht die Insolvenzregeln, die sich der Bund selber gemacht hat, dass er nicht in Insolvenz gehen kann, sondern es gelten die Regeln, die in den USA dafür gelten. Und wenn eine Firma in den USA pleite geht, muss er den Weg der Insolvenz gehen. So. Und jetzt hat man einfach nur ein neues Steuersystem eingeführt und so getan, als wäre alles in Ordnung. Und auf immer neue Regeln eingeführt, ohne dass die irgendwo veröffentlicht worden sind. Und diese Regeln geben eben der Merkel die Macht. Deswegen ist sie noch Geschäftsführerin. Aus keinem anderen Grund. Im Prinzip gehört sie ins Gefängnis, aber solange wie sie dort Geschäftsführerin, genießt sie innerhalb der UN eine gewisse Immunität. Und das ist das Ähnliche, was sie schützt. Und weshalb die Bundeskanzlerin ist. Das ist der einzige Grund. Eben, weil sie ihrer Strafverfolgung entgehen will. Und wir das alle mitgemacht haben, weil zu viele Leute schwarz-grün, rot-gelb, was weiß ich nicht, gewählt haben. Keine Ahnung. Und die AfD nicht in der Lage ist zu erkennen, wo das Recht herkommt, was das staatliche Recht ist und wo der Betrug anfängt. So, und solange wie das nicht ist, werdet ihr die Corona-Maßnahmen nicht los. Ich sage euch, es wird euer Untergang, wenn ihr nicht endlich begreift, wie die Staatsflagge aussieht, wo die Staatsgrenze ist und wer hier rechtmäßig das Landrecht zu vollziehen hat.
Der Besatzer hat dafür zu sorgen, dass die Regierung, die er einsetzt, das Landrecht vom Ersten Weltkrieg umsetzt, nämlich vom Vortag des Putsches, 27.10.1918. Und da gibt es ganz klare Vorgaben, wie öffentliche Bescheide auszusehen haben. Dort hat alles in Fraktur ausgefertigt zu sein und es hat das Siegel der kaiserlichen Bundesstaaten drauf zu sein. Und es dürfen nur diejenigen das Siegel benutzen, die auch eine Siegelrechtewahl gemacht haben und die Siegelrechtewahl auf der Grundlage des Rüsttags durchgeführt haben. Und da gibt es nur einen, der das geschafft hat, das ist einiges solcher. Und zwar immer in Bayern und immer in Sachsen, und mehr brauchen wir nämlich nicht. Alle anderen können wir später nachholen. Und das musste vor Ablauf der 99 Jahre passiert sein. Und das ist passiert, das ist mir gelungen. Dass sich dann hinterher welche hingestellt haben und haben den Mitgliedern was ganz anderes erzählt und sich die Siegelrechte beiseite geschafft haben, das können wir ja dann im Rahmen des Hochverrats später klären. Momentan lasse ich das erstmal so, weil so nach BRD-Recht haben sie vermutlich nicht so bestraft, wie ich das gerne hätte. Aber nach kaiserlichem Recht, was wir früher oder später haben, und wenn es noch 10 Jahre dauert, dann werden sie bestraft für das, was sie angerichtet haben. Ich habe denen ja gesagt, wie sie es wieder rückabwickeln können und wieder in Ordnung bringen. Wollten sie nicht. Also dann hätte ich gerne einen Hochverratsprozess. Und das kriege ich auch durch. So, die nächste Sache, die ich jetzt machen werde, ich werde mich heute hinsetzen und werde an UN-Sicherheitsrat eine Beschwerde machen, dass der Besatzer anfängt zu tricksen. An die Botschaft adressiert, an die Militärstaatsanwaltschaft und ans Wahlkampfteam von drum, ob er noch richtig Ärger haben will, vor der Wahl. Weil das, was hier läuft, geht gar nicht. Der Besatzer hat die Bundesrepublik dazu zu zwingen, das Tillerson-Urteil einzuhalten. Und das Tillerson-Urteil sichert uns das Recht zu, dass das Unterlassen der Formvorschriften aus dem staatlichen Recht, das hat Martin Bormann 1941 im Januar aufheben lassen, so, dass das ungültig ist. Und folglich müssen alle Bescheide in Fraktur ausgefertigt sein. Und wo das richtige Siegel fehlt aus dem Bundesstaat, beziehungsweise die höhere Verwaltungsbehörde gar nicht existiert, kann es keinen öffentlichen Bescheid geben. Das ist einfach eine Sache. Und das hat der Besatzer der Bundesrepublik in einem öffentlichen Schreiben mitzuteilen. Ansonsten hat die Bevölkerung, auch nach Artikel 20 Grundgesetz, das Recht zum Volksaufstand. Ich gebe nur zu bedenken, dass der nicht friedlich ablaufen würde. Wenn der Wutmob irgendwann sagt, es reicht, wir können weder die Lügerei der BRD ertragen, noch die Lügerei vom Trump, dann knallt es hier. Und dann gehe ich mal davon aus, dass die Vorhersage, die Irrmeier getroffen hat, dass in 3 Tage die Nacht der langen Messer ist, dass das irgendwie kommt. Ja, hat er gesagt, es kommen 3 Tage, wo das Volk sich mit dem Militär gegen diese ganzen, wie sagt er, Lumperei wehrt. Ja. Wenn das passiert, dann wissen wir, was wir praktisch immer auf das lesen. Und seine Trefferwahrscheinlichkeit, die bezieht sich ja darauf, was sich in der Zukunft ereignet hat. Ne, was jetzt ist und wie die Wahrscheinlichkeit jetzt aussehen, sondern das ist bei echter Prophetie immer so, dass sich die Umstände ändern, damit die Prophetie eintritt. Nicht die Prophetie wird angepasst an das, was sich ereignet hat, sondern echte Prophetie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Umstände sich verändern und eine völlig unwahrscheinliche, extrem unwahrscheinliche Vorhersage exakt eintritt. Das ist Prophetie. Und wenn er da 82% schon erfüllt sind und er auch von seinem Amtsrichter offizielles Schreiben hatte, dass er wirklich diese Fähigkeit hatte, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt, da hat er nämlich dem Richter gesagt, der bestritten hat, dass er die Fähigkeiten hat, er war angeblicher Betrüger, hat gesagt, es mag ja sein, aber momentan fügelt gerade der und der ihre Frau zu Hause, während sie hier im Gerichtssaal sitzen. Und da hat der Richter seine Gerichtsdiener losgeschickt, um das zu überprüfen, und es hat sich herausgestellt, es war so. Ja, und dann hat der Richter halt die amtliche Bescheinigung ausgestellt, dass er wohl über diese Fähigkeiten verfügt. Was dann familiär bei dem abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ist schon mal eine Anekdote, die man nicht auf der leichten Schulter nehmen sollte. Und Leute, die hohe Trefferwahrscheinlichkeiten haben, da sollte man deren Vorhersagen schon ein bisschen ernst nehmen. So, gut. Also, ich mache jetzt noch einen Teil, wo die besonderen Sachen bezüglich USA und Russland und auch sonstigen Sachen eine Rolle spielen. Wir wollen erstmal die Corona-Geschichte erst einmal jetzt beenden. Ich werde dann vielleicht in den nächsten Wochen nochmal einen weiteren Teil machen, aber ich denke mal, die allerwichtigsten Sachen habt ihr jetzt erstmal in diesem Zusammenhang erfahren. Ich bedanke mich. Tschüss.